Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde. Ich bin's, euer lieber Odo. Wir sind zurück mit Österreich, Deutschland, whatever. Und ich habe mich gerade gewundert, wie ich hier bei Russland war. Also ich habe mir gerade zwischen den Episoden einige Länder angeschaut und bin drauf gekommen. Russland hat einen Typen, den kannte ich doch schon, Zar Nikolai Romanow, und der Gute ist 133. Ich habe dann auch den Kaiser von China gefunden, der 147 ist. Ich brauche mich also nicht wundern, wenn wir noch immer Franz Josef mit einem Alter von 99 haben. Auch Viktoria ist noch an der Macht mit 110 Jahren. Hier ist das Spiel definitiv verbuggt. Also irgendwas funktioniert hier nicht bezüglich des Todes von den Herrschern. Könnte es sein, dass wenn sie nicht die Anführer von der jeweiligen Partei sind, dass sie nicht sterben können? Irgendwas. Weil, soweit ich weiß, ist Josef nicht Anführer von den Konservativen. Er ist zwar konservativer, aber Anführer ist Hasso Vorwerk. Das könnte sein. Schauen wir mal. Du bist auch ein Konservativer, aber du bist nicht Anführer von den Konservativen hier. Du bist Realist. Bist aber nicht Anführer von den Industrialisten. Scholar Officials, aber nicht Anführer davon. Oder? Obwohl, der Admiral ist auch schon 149. Okay, ich nehme alles zurück. Es liegt nicht daran. Das wäre eine interessante Sache allerdings gewesen. Es liegt daran, dass es überhaupt verpackt ist, offensichtlich. Ah, gut, er ist auch schon 130. Ja, das ist natürlich Katastrophe in Wirklichkeit. Du bist jung, 44. Wie kommt das? Ah, vielleicht weil du Kommunist bist und den alten Herrscher rausgeworfen hast. Das könnte natürlich vieles erklären. Ich, aber du bist schon lange. Dich habe ich schon lange drinnen. Du bist schon einer meiner längsten, ältesten Vasallen. Na gut, zwischen den Episoden habe ich einen Haufen Dings gebaut, beziehungsweise den Auftrag gegeben zu bauen. Ja, ich weiß, danke. Öl ist teuer. Intersufficient Taxation Capacity Nanova. Na gut, das lässt sich richten. So, wir haben die Schulden von ein paar Ländern wieder übernommen, was aber wurscht ist, weil wir in der Woche 1,2 Millionen plus machen. Und wir können nicht wirklich was dagegen tun. Also wir werden jetzt, ich werde jetzt hergehen und das da auch noch abdrehen. Dadurch sollten die Lebensqualitäten von den Leuten noch stärker steigen. Und wir haben noch ein Decree. Ah, nein. Ja. Ich habe gerade.
Kommen wir alle weg. States mal her. Machen wir National Values. Dalmatien hat schon. Istrien hat auch. Ostgalizien hat schon. Schleswig braucht nicht. Sachsen braucht nicht. Westslowakei. Machen wir Westslowakei. Achso. Oh, wie schaut's aus kulturmäßig? South German ist auch in Kroatien, Istrien und Dalmatien schon Chefe. Da in Delvidek auch. Da drüben haben wir Norddeutsch als Hauptkultur. Millionen 588.000 Deutsche oder halt süddeutsche Österreicher nennen wir sie mal, da die Kroaten sind auch schon überholt worden, hier schon lange. So, wie schaut's aus? Da haben wir 2,7 Millionen Süddeutsche mittlerweile, also schon etwa ein Drittel der Bevölkerung. Millionen Österreicher, 34 Millionen Deutsche, Norditaliener sind immerhin noch 13 Millionen, Ungarn 7, Polen 5, Tschechen 5, Misri, das sind die da unten, davon gibt es auch recht viele. Kroaten haben wir noch 3 Millionen. Slowaken, Rumänen und so weiter und so fort. Aber soweit ich weiß, werden hier eh keine Kroaten umgewandelt in Süddeutsche, sondern alle anderen, die Zuwanderer nämlich. Und dann zum Beispiel auf Klöck gehen. Kroaten werden nicht umgewandelt in Süddeutsch. Ja, okay. Habe ich gut gemacht. Da gibt es eine kroatische und deutsche. Klar. Ist eh klar, das ist ein offensichtlich zu. Was hätten wir uns anschauen müssen? Gibt sicherlich auch andere Dixie da. Die werden umgewandelt. Im Monat 140 werden Österreicher. Und das ist der Grund, warum die Österreicher hier langsam aber sicher überhand nehmen. Brasilianer, Kroaten. Ich frage mich gerade, ob Kroaten hier grundsätzlich auch. Slowenen sicher nicht, oder? Nein. Slowenen werden nicht assimiliert. Norditaliener sicherlich auch nicht. Aber wie ist es mit Kroaten? Assimiliert. Nein, die auch nicht. Offensichtlich ist. Ah, nein, Istrien. So. Wofür? Warte, Italienisch, Kroatisch, Slowenisch. Oh, Süddeutsch und Slowenisch ist in Slowenien Homeland.
Kroatisch, Serbisch. Alle Italiener, die nach Kroatien ziehen, werden langsam aber sicher zu Österreichern. So, haben wir alles incorporated. Das dauert noch 4 Jahre, 9 Jahre, 9 Jahre und 16 Jahre. Das werden wir nicht mehr erleben. Sehr cool. Wir haben das zu einem, zu einer blühenden Wüste gemacht. Ja, die Kommunisten gewinnen den Krieg wahrscheinlich, weil den Spaniern keiner wie ich helfen. Ja, Pech Spanien. Was bist du so krank auf uns ständig? So, 100% Success Chance. Nein. Meine Güte. Okay. Erst, wir haben dann allgemeines Wahlrecht 1930 eingeführt. Frauenwahlrecht gibt es natürlich noch immer nicht. Wie schon gesagt, die Aristokraten haben sich bis zum Schluss gewehrt, wie man mit Händen und Füßen. Afrika ist auch weit schlechter kolonialisiert, als es sein könnte. Gibt es noch immer einzelne kleine Punkte, die nicht kolonialisiert sind, vor allem da in Südostasien. Also wenn ich da, wenn du da einen Kolonialisten spielst, dann könnte es sein, dass das quasi aussieht schon. Kanak hat hier kolonialisiert, finde ich lustig. Die Indies haben genau gar nichts kolonialisiert hier in Wirklichkeit. Das sind so lächerliche Minigebiete, die sie kolonialisiert haben. Wahnsinn eigentlich. Ich weiß gar nicht, können die Landowners überhaupt noch irgendwie, obwohl sie so schwach sind, irgendwie da was dazu? Aha. Ja, warte mal. Dann habe ich ein Obligation, aber die sind schon Teil meines Reichs. Von euch habe ich auch eine gekriegt. Making to Protectorate. Schauen wir mal. Nein. Magst du nicht? Minus 11. Uark. Was sind das? Amicable. Schauen wir mal, was passiert, wenn sie friendly sind. Ob sie das nächste Mal dann eher wollen. Sobald ich wieder eine Obligation von ihnen habe. Na, die beiden Revolutionen laufen. Wie eine Revolution scheint verloren zu gehen.
Chinesen machen die Revolution nieder. Ist ja wohl lustig. We now have universal suffrage. Okay. Ja, jeder mag das, außer wir. Außer die Aristokraten. Unlocks women's suffrage, rights of women. Okay, ich fürchte, jetzt werden dann die ersten Frauen auch auf die Straße gehen und sagen, yeah, wie wir wollen auch. Ja, man reicht ihnen einmal den kleinen Finger und schon wollen sie die ganze Hand. So, okay, gut. Wir müssen ein Ding abdrehen, ein Decree. Wir haben jetzt zu wenig. Machen wir so ein Decree weg, und zwar gleich in Kroatien. So, schauen wir mal, wie weit sind wir da mit der Reputation runter auf 23,3. Na, unter 20 sollten wir auf jeden Fall sein, bevor wir den Angriff auf Nassau machen und sie bei uns integrieren. So, schauen wir mal, ob wir Zeug kaufen können auf dem Weltmarkt. Und zwar vor allem diese Sachen hier, die Rohstoffe, die uns ausgehen. Okay, nicht wirklich. Ah, immerhin. Nope, gibt's nicht. Okay, wir sollten vielleicht auch schauen in die andere Richtung, dass wir Sachen exportieren. Wieso produzieren wir Clipper? Wo produzieren wir Clipper, bitte? Shipyards. Western Andalusia, Svealand, Baden, Nordmadagaskar, Hamburg. Ah, Hamburg, ich weiß schon. Nicht Elbe, so. Seeland, Piemont, Attika, Sardinien, Eastern Norway, Scania. Wisst ihr, ihr seid doof, wieso stellt ihr das nicht auf die gescheite Produktion um? Wir brauchen das Zeug ja gar nicht. Chinesen brauchen wir noch immer. Also irgendjemand können wir es schon verkaufen. Da brauchen wir auch so viele. Ein großes Stück mal haben das Zeug. Was mit Explosives?
Services können wir nicht exportieren, oder? Ja. Wäre schön, aber geht nicht. Aber das da könnten wir exportieren. Oh, Franzosen brauchen das Zeug. Die Stoffe. Kuba ebenfalls. Und die Sizilianische Revolte nimmt auch welche. Finde ich gut. Telefone. Nach Amerika und Frankreich. Wir können Opium exportieren. Bist du wahnsinnig? Das ist vor einiger Zeit noch das totale Mangelware bei unserem Markt. Autos, wir können Autos exportieren. Wir sind Deutschland, wir müssen Autos exportieren. Ja, Militärgüter, die man verkaufen kann. Panzer. Okay, wir produzieren zu viele Panzer. Auch nicht schlecht. Amerikaner würden welche kaufen. Honduras, Wanfang, Lahai, Bolivien, Algerien, die Briten, Karin, die Small Arms sind beliebter. So, Gott. Na gut, an dieser Stelle, Herrschaften, hören wir wieder auf. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Wow, die Welt ist ein friedlicher Ort. Jetzt 1930. Es finden zwar zwei Revolutionen statt, ansonsten alles Paletti. In der nächsten Folge werden wir schauen, wenn wir vielleicht Nassau angreifen. Erst in der übernächsten Folge. Ah ja. Okay, bis dahin.